Die Kinder bereiten sich ja das ganze Jahr über auf Nikolaus und Krampus vor. Denn wer brav ist, bekommt am Ende Mandarinen, Nüsse und Süßigkeiten. Wer böse ist, bekommt es mit dem Krampus zu tun. Auch die Krampusse arbeiten währenddessen an ihrem perfekt angsteinflößenden Auftritt. Unter anderem in einer Werkstatt in Leonstein. Eine Boutique der etwas anderen Art im Keller von Hannes Eckhardt. Werkzeugbauer im Haupt, Maskenschnitzer im Nebenberuf. Schulter an Schulter, Horn an Horn warten die Krampusse auf ihren Einsatz. Nachdem sie letzte Saison trotz Maske nur sehr eingeschränkt wüten durften, könnte 2021 ein ganz besonderes Jahr werden. Ich habe jetzt eine sehr starke Anfrage gerade. Also ich merke schon, die Leute sind sozusagen ein bisschen Corona-müde geworden. Denen ist das natürlich abgegangen, dass man das ordentlich im großen Stil auch durchziehen kann. Und ich habe schon das Gefühl, wir waren 2021 eine sehr spezielle Saison wird, wo wirklich außergewöhnliche Gruppenprojekte entstehen werden. Für die es dementsprechend tolles Outfit braucht. Und so gibt es für Hannes auch keine Kurz-, sondern jede Menge Holzarbeit. Ich bin zum Maskenschnitzen gekommen über einen Schulkollegen, den sein Vater. Der war gebürtig aus Salzburg und ich habe als kleiner Bub schon mit Pappmaché und dergleichen probiert, Masken zu gestalten. Und in der Schule haben wir dann ein Projekt gehabt, Krampus malen. Und dann hat der die Holzköpfe mitgehabt und ich war derart fasziniert von dem, dass man sowas aus Holz machen kann, dass ich gesagt habe, ich muss mir das einmal anschauen. Und der hat sehr traditionelle Masken geschnitzt, wie sie in Salzburg eben geläufig sind, so wie die Perchten hinten. Und hat mir irre gut gefallen, der hat mir sozusagen die ersten Handwerkzeuge einmal sozusagen in die Hand geben und die ersten Schläge ein bisschen beibracht, wie man das hält und wie das in etwa geht. Und den Rest soll man dann in Eigenregie sozusagen beibringen dürfen. Geschnitzt wird individuell nach Kundenwunsch, allerdings ohne genaue Vorlage. Hannes hat sozusagen den jeweiligen Schädel im Kopf. Jeder hat seine Vorstellungen, wie er so eine Maske ausschauen soll und was ihm wichtig ist. Aber das Gesamtkonstrukt, was sie dann entwickelt, das entwickelt sich eigentlich in meinem Kopf. Und ich tue mir da auch immer am leichtesten, das dann zu schnitzen oder zu modellieren, als statt das zu zeichnen in zweidimensional. Also ich bin da immer, ich muss reinklauen. Ganz stark sind natürlich die Augenbrauen. Entscheidend, je nachdem wie die Stellung ist, ist das Auge offen oder geschlossen. Der Faltenwurf bei der Nase oder generell da die Stellung von der Backenpartie, wenn ich jetzt böse schaue, dann muss ich nach oben wandern, weil es ja zusammenzieht nachher. Und natürlich der Mund dementsprechend. Also es fügt sich natürlich alles zusammen. Aber es gibt gewisse Gesichtszüge, die kann ich nicht kombinieren nachher, weil einfach sich die Muskelgruppen unterschiedlich verhalten würden und das würde dann sehr unnatürlich ausschauen in einer Maske. Je jünger die Kunden, umso wilder sollen die Masken werden. Die älteren Semester bevorzugen eher die traditionellen Formen. Natürlich hat auch der Meister selbst seine Lieblingsmaske. Das war der erste Kopf, den ich aus Zimholz geschnitzt habe. Ist auch in meinem ersten Gruppenprojekt drinnen, in die 7 Todsünden von den Stöhnfürsten Nussbach. Und der hat mir so gut gefallen, dass ich ihn sogar mit in mein Logo dann aufgenommen habe. Ja, das würde ich sagen, ist mein Lieblingskopf. Vom ersten Schnitt bis zum letzten Pinselstrich vergeht etwa eine Woche. 20 bis 30 Masken sollen es bis Dezember werden. Dem Schädelklopfer aus dem Steiertal wird also ganz bestimmt nicht fad. Und wenn er ganz besonders brav ist, kommt am Ende auch sicher der Nikolaus.